Hallo und herzlich willkommen zum kurzen DAX-Check. Naja, wir müssen nicht lange drum herum reden. Es ist letztendlich das eingetreten, was ich persönlich für mich vermutet habe, dass eben hier, wie ich in mehrfachen Videos in den letzten Wochen und jetzt schon fast Monaten auch gesagt habe, dass hier bei diesem Balken, den wir hier ganz deutlich sehen, den ich auch schon vor einem Monat oder zwei eingezeichnet habe, doch deutliche Widerstände sehen, die letztendlich die Jahresendrallye mehr oder weniger vorweggenommen war. Und ich bin jetzt hier mit einer Mini-Position, um es einfach auch mal auszutesten, mit so einem DB DAX Tracker Swap Short irgendwas, ja, und der hat heute 20 Euro oder 25 Euro verdient aufgrund diesen Pullbacks nach unten. Es kann natürlich sein, dass wir dann wieder raufgehen in die Zone 13 bis 13.200. Das weiß natürlich kein Mensch, aber es sieht auf jeden Fall momentan nicht danach aus, als ob wir hier noch eine super Rallye in den letzten Wochen und Tagen dieses Jahr hinlegen. Und was nächstes Jahr kommt, das weiß sowieso niemand. Und von daher bin ich da äußerst vorsichtig. Ich bin nach wie vor ziemlich stark im Cash, ungefähr 50-50, ja, was ich eigentlich selten bin. Aber ganz ehrlich gesagt, sind auch so einige Cashflows bei mir weggefallen, was sozusagen mein Daily Doing betrifft. Und das ist natürlich dann bei mir nochmal eine extra Situation, ganz individuell, dass ich sage, okay, ich gehe einfach, wenn ich einen persönlich niedrigeren Cashflow habe wie noch vor 3 Monaten, dann gehe ich entsprechend eben auch weniger Risiken ein mit meinen ganzen Investments, was insbesondere Aktien betrifft. Und noch ein weiterer Faktor, der mit hineinspielt, ist, dass ja die Aktien dieses Jahr so unglaublich gut gelaufen sind. Ne? Also wir haben jetzt im Schnitt irgendwie 20-30% auf manche Depots, ja, dieses Jahr alleine. Aufgrund der zwei Rallye-Phasen, die wir da hatten, ja, man sieht es ja hier auch im DAX abgebildet. Und wer mag denn zu, ja, zu vermuten oder behaupten, dass das jetzt einfach mal so weitergeht? Ja, denn die Fakten, die Statistik spricht nun mal für sich, dass auf einen langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten wir eben nur so 7-8% im DAX immer machen. Und wenn dann eben ein Jahr dabei ist, wo man sieht gerade, wie es runterzieht, ja, also hier natürlich, jetzt werden die Stops gezogen, alle, die long waren und dann hier Stops gehabt haben, die werden jetzt mit rausgeschmissen. Also es könnte heute echt turbulent zugehen, die ganze Woche eventuell. Und es ist ein Live-Ticker, ist das, ja. Also wenn ich jetzt hier noch CFDs getradet habe, wie ich es noch bis vor Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gemacht habe, dann wäre ich hier wahrscheinlich jetzt auch short. Wie gesagt, dieses kurzfristige Zeug hat mich langfristig nicht weitergebracht, deswegen halte ich mich hier komplett raus, halte eben mein Cash. Ich habe jetzt auch verschiedene Konten, also in diesen Brokern wie DEGIRO und so weiter, und da bekomme ich dann auch noch ein paar Euro Zinsen da drauf. Also ich habe das dann teilweise in Cash-Dollar, das heißt, Währungsschwankungen interessieren mich da auch nicht. Habe ich eher nochmal Gewinne, ja, weil der Dollar eben ziemlich stark auch angestiegen ist in den letzten Jahren. Also von daher mache ich mir auch nicht einen großen Kopf darüber, wenn schon gar nicht kurzfristig, ja, oh, ich habe jetzt eine Menge Cash, das wird ja, weil wir keine Zinsen haben, wird es weniger wert. Also das ist eine Sache, über die musst du dir Gedanken machen, auf eine Sichtweise von 15, 20 Jahren. Ja. Aber wenn du jetzt einfach mal Cash viel hältst, ja, für ein paar Wochen oder Monate, dann ist das völlig Schnuppe, weil wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine Pässe, wie wir jetzt hier gerade ganz live sehen, ja, wenn du das eben hier mal aushältst, einfach vorher deine Aktien rausgezogen hast, ja, oder deine kurzfristigeren, oder was heißt kurzfristiger? Ich habe gerade gesagt, dass ich kurzfristige Sachen nicht mehr mache, aber ich meine jetzt Aktien, die ich mal ein Jahr hatte, mal 2 Jahre, mal, ja, die einfach gut gelaufen sind, dass man einfach mal die Hälfte mitnimmt und so weiter. Ja. Also das ist ja wirklich nicht, muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, ja. Und wenn du da draußen eben auch viele, viele andere Kanäle siehst, na, dann gibt es eben immer diese zwei Extreme, die sehr viel, sagen wir mal so, Aufmerksamkeit genießen, ja, weil sie eben im Hintergrund Verlage sind und größere Firmen und so weiter. Also meistens, es gibt nur wenige wirklich völlig unabhängige YouTuber,
die völlig nur, also quasi unabhängig sind und selbst die und eine große Aufmerksamkeit haben. Und das Spiel an dem Ganzen ist ja das, dass die YouTuber, die so viel Arbeit reingesteckt haben, um sich diese Aufmerksamkeit dann zu erarbeiten, wie halt einfach dann Hunderttausende von Followern haben und so weiter, dann natürlich das auch irgendwann mal amortisieren wollen. Also das heißt, davon auch Geld verdienen wollen. Und das hat dann wiederum zu folgen, dass sie dann doch wieder Partner suchen. Und manche bleiben dann weiterhin neutral, weil sie sich eben neutrale Partner suchen. Ja. Aber sobald du dann wieder Partner hast, also von denen du quasi viel Werbung machst und so weiter, dann musst du schon wieder anfangen aufzupassen, was du dann genau postest und welche Meinung du hast und so weiter. Also es gibt gewisse Kanäle, die bleiben nach wie vor völlig unabhängig, weil die einfach nur über Affiliate-Links und so weiter ihr Geld verdienen. Und das ist dann auch gut und die suchst du dann auch aus. Und ja, also es gibt eben diese zwei Extreme, also die ganzen, die halt sowieso sagen, naja, es geht alles jetzt irgendwann dann Bach runter, mehr oder weniger. Und dann gibt es die anderen Extreme, die natürlich meistens davon leben, dass halt Leute positiv sind. Also es gibt, und ich bin halt irgendwo in der Mitte, ja. Also, was kurzfristig hier betrifft, habe ich auf jeden Fall richtige Entscheidungen getroffen, also weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich die Kohle, die ich jetzt halt quasi hier ganz hart gearbeitet habe in den letzten Jahren und die Gewinne, die ich letztendlich auch mit einer Portion Glück, ja, weil ich wusste auch nicht, dass jetzt dieses Jahr ausgerechnet so gut läuft, ja, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass eben letztes Jahr, Ende letztes Jahres eben es nicht so gut gelaufen ist, ja, also diese sozusagen, die Counterparts, die sind ja notwendig, ja, also um zum Beispiel jetzt auch wieder ein gutes Jahr 2020 haben zu können, ja, theoretisch, also wirklich nur rein hypothetisch, ja, müssten wir theoretisch erstmal wieder eine kleine Korrektur haben, also das ist sozusagen meine Meinung, ja. Und die scheint sich ja vielleicht eventuell jetzt sogar noch vor Weihnachten anzubahnen, also wer weiß, ne? Also auf jeden Fall, ich bin super vorsichtig und ich sehe jetzt hier auch keinen Grund und ich sehe auch keine Impulse, warum es einfach hier durchstarten sollte nach oben, ja. Die EZB und so weiter, also jeder, wenn die nächste Sitzung und so weiter ist, das ist ja auch sehr entscheidend für alles andere und da wird eben erwartet auch, dass die weiterhin über so ein 0,25% oder irgendwie sowas weiter senken, ja. Jeder erwartet es, jeder wünscht sich's. Donald Trump und alle anderen auch und so weiter. Wenn sie es nicht tun würden, dann ja, es ist quasi schon vorweggenommen und wenn sie es nicht tun würden, ja, wir werden mal sehen, was da passiert. Auf jeden Fall, was natürlich auch, wenn jetzt die Zinsen weiter sinken, wenn wir weiterhin Negativzinsen bekommen und wenn die dann letztendlich an den Konsumenten irgendwann weitergereicht werden, dann sind wir mal ganz ehrlich, die Negativzinsen, die in uns Europa über die EZB bereits bestehen im Banken-zu-Banken-Kreditsystem, ja, also wo EZB zu Kredit, ja, wo man quasi Geld dafür bekommt, wenn man sich's leiht, ja. Das ist Interbankenkredite sind das. Das sind natürlich die vielen Negativzinsen noch nicht an den Endverbraucher weiter. Also wenn du jetzt zur Sparkasse gehst, na, und hast da was auf dem Girokonto, musst du keine Negativzinsen zahlen. Also zumindest nicht bei meiner Sparkasse und auch nicht bei der Commerzbank und so weiter. Es gibt bereits einige Depots und so weiter, wo das eben der Fall ist. Aber das wird eben eventuell verstärkt kommen. Und wenn es verstärkt kommt, dann kann es sozusagen eine Breakout-Hosse geben. Oder wie es da heißt, auf jeden Fall so eine Katastrophenhosse auf Deutsch, ja. Und das heißt letztendlich, dass die Leute gezwungen werden aufgrund des Negativzinses, also die ganzen Ersparnisse, die da noch rumhängen, ja, Billionen von Euro, dann sich irgendwelche Aktien kaufen. Das ist aber reine Hypothese, denn ich kenne genügend persönlich, inklusive meinen Eltern, ja, da könntest du so viel Negativzinsen machen, wie du willst, ja, die dann heben die einfach ihr Geld ab, ja, und machen irgendwas anderes damit, aber die werden deswegen keine Aktien kaufen, ja. Also das ist reine Hypothese, dass dann einfach nochmal diese Katastrophenhosse, wie heißt das englische Wort dafür? Ich habe es vergessen, ist ja egal. Okay, ich will jetzt nicht zu lange hier rummachen, sondern gleich zum nächsten starten. Und zwar, das ist die Royal Dutch Shell. Also kurz mal reinblenden das Ding, die Royal Dutch Shell, der Chart lädt gerade. So. Ja, was ist denn hier passiert? Wir sind jetzt hier auf dem Jahreschart. Ihr wisst ja, dass ich da immer viel relativ gut investiert war. Und ich habe auch letztes Mal kurz als die, ja, wann war das jetzt, irgendwann im Oktober oder so,
Da wurde die letzte Auszahlung war von den Dividenden für das vierte Quartal diesen Jahres. Da habe ich gut Dividende bekommen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei der Aktie, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ja, Dividende ausgeschüttet bekommst, vierteljährlich sind das bei der Royal Dutch Shell so 1,5478 oder irgendwas sowas, also irgendwie ist Prozent, ja, ist einfach 6, irgendwas geht halt durch 4, ne, logisch. Also 0,94 Cent, glaube ich, sind nochmal 5% draufgesetzt worden pro Aktie. Ja, also wenn du 100 Aktien hast, kriegst du ungefähr 100 Euro. Punkt. Dann, und die sind aber nicht so stark runtergesunken, also parallel dazu, nur so ganz langsam. Man sieht hier so eine kleine Bässe hier seit, das hat letztendlich, ja, im November, Anfang November waren diese Dividenden. Und seitdem geht es eben langsam bergab. Also, und ich habe hier Folgendes gemacht, obwohl es eigentlich langfristig für mich gedacht war. Ich bin hier bei 60 sowas, bei 60 und bei 59 habe ich dann so ein paar Verkaufslimits gehabt. Ich wollte einfach mal die Gewinne, die ich hier angesammelt hatte, mitnehmen. Ich habe dann die Dividende noch mitgenommen und dann letztendlich einen Tag oder zwei Tage später verkauft. Einiges davon, weil meine Position war einfach überproportional zu groß geworden. Ja. Ich habe einfach dann immer fleißig reingekauft, wollte unbedingt meine, ja, so eine Dividenden haben, wo ich so sagen kann, ja, ui, da kann ich jeden, ja, keine Ahnung, jedes Jahr eine Woche nach Mallorca fliegen oder irgendwas ähnliches. Und aber mir ist einfach das Umfeld, auch was die ganzen ja, die Situationen mit den Ölproduzenten und so betrifft, ja, das, da habe ich mich eingelesen ein bisschen und das war mir einfach nicht mehr geheuer. Und insgesamt ist die Situation einfach so, dass wenn wir jetzt so ein bisschen Rezession oder irgendwie sowas bekommen, ja, immer wenn dann, wenn die Industrie ins Stocken kommt, also einer der größten Ölverbraucher, das sind ja nicht wir Autofahrer, das ist die Industrie, ja, also das ist ja nicht nur das Benzin, was du ins Auto reinkippst, ja, und ich habe quasi, ich telefoniere halt schon seit, ja, seit Monaten jetzt eigentlich, seit ein, zwei, drei Monaten fast täglich mit irgendwelchen Firmen und Zulieferern und alles, die alle rumjammern und sagen, ja, wir haben das hier, Investitionsstopp hier, Investitionsstau dort. Manche haben dann irgendwie so Konkursverfahren und alles Mögliche und haben mir gesagt, es gibt zwei Szenarien. Ja? Also natürlich, wenn wir jetzt so in kleine Stagnationen reinkommen, besonders in der Industrie, das magst du vielleicht auch gar nicht spüren, wenn du irgendwie im Endkonsumentensegment dich befindest und dort deinen Job hast, ja, wie zum Beispiel Kosmetika oder irgendwas anderes, dann spürst du das gar nicht. Das kommt dann erst wahrscheinlich danach, aber dann gehen natürlich auch die Ölpreise sozusagen runter, weil die Nachfrage einfach extremst fällt, ja. Also, und das andere Szenario, was für den Ölpreis hätte, für den Ölpreis Anstieg hätte gegolten, das wäre das, dass es Konflikte gibt, also im Nahen Osten. Aber hier habe ich einfach mich entschieden, dass das eine dem anderen überwiegt. Also Konflikte im Nahen Osten, die kann es immer geben, aber die sind völlig unpredictable, also völlig unvorhersehbar. Für mich war etwas vorhersehbarer die Tatsache, dass wir in eine kleine, ja, in einen Abschwung reinkommen und dadurch die Nachfrage am Öl insgesamt sinkt und dadurch auch der Preis. War für mich wahrscheinlicher und absehbarer und kalkulierbarer, als wie jetzt, dass irgendwie einfach ein Konflikt entsteht und dadurch der Ölpreis wahnsinnig ansteigt, über 100 Euro oder was. Das habe ich im Sommer noch ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile habe ich so viel aufgesaugt vom Markt direkt über Telefonate in meinem Job und alles, dass ich mir sage, okay, hier bin ich vorsichtiger geworden. Ich habe das mein ganzes Depot ausbalanciert, insgesamt einfach Liquidität raus, nicht Liquidität, sondern einfach Cash rausgezogen und zwar in Liquidität umgewandelt, um einfach mal abzuwarten und zu sehen, was da so auf uns zukommt. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz weiter zurück, weil eins ist auch wichtig zu verstehen. Eine gute Dividendenaktie, in Anführungsstrichen. Ja, also was ist auch eine gute Dividendenaktie? Das ist gar nicht so einfach, ja, weil die häufig viel Dividende zahlen, die sind meistens im Kursverlauf nicht so attraktiv
Und das ist jetzt eher so eine Seitwärtsgeschichte hier bei der Royal Dutch Shell. Ich habe sie auch viel hoch gelobt und alles auch super. Und im Grunde wäre sie jetzt eigentlich schon wieder ein Kaufwert, weil man sieht ja hier ganz deutlich, ja, hier Widerstand 55, hier 55, 56, 57 Widerstände, ja. Hier ist sozusagen der Breakout-Widerstand hier damals 2017, ja, und seitdem nie wieder darunter abgesunken. Eigentlich wäre es jetzt wieder ein Kaufwert. Ne? Also ich habe es hier bei 60 verkauft. Jetzt könnte ich so einen kleinen Swing-Trade machen oder sowas in der Richtung, ja, wenn ich da Bock drauf hätte. Aber wie gesagt, ich bin extrem vorsichtig momentan, was insgesamt alles betrifft. Und vielleicht haben wir so eine Art Katastrophenhosse oder sowas. Ja, wenn die jetzt anfangen mit Minuszinsen und so weiter, mag alles sein. Ich habe ja auch noch ein paar Aktien, ja, dann steigen die eben. Und das ist dann für mich persönlich auch kein Problem, denn es gibt viele Dinge, die man mit Cash machen kann. Ja, man muss nicht unbedingt nur Aktien kaufen. Es gibt auch viele schöne andere Dinge im Leben, wo man investieren kann, die einen ganz unterschiedliche Arten von Rendite dann bringen. Ja? Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. War ein bisschen längeres Video, waren ja auch zwei Märkte, also einmal Öl, respektive repräsentativ durch die Royal Dutch Shell, die, wo ich sehr stark investiert bin, jetzt war, also jetzt minimalst nur noch, und habe gute Dividende gemacht. Also von der Dividende diesen Jahr konnte ich schon gut, würde man sagen, eine Woche in der Vorsaison im April, Mai, Juni oder sowas, eine Woche nach Mallorca fliegen, allein von der Dividende netto. Ein nettes Hotel, also 4 Sterne und so weiter. Also mit allem drum und dran, Vollpension. Also denke ich mal schon, das weiß ich jetzt, ich kenne die Preise nicht. Aber auf jeden Fall, so wie es gelaufen ist, passt alles. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und abonniert einfach meinen Kanal. Ich werde immer wieder interessante Beiträge bringen, hoffentlich. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse und auch sonst im Leben. Ja, es gibt nur noch was anderes außer Börse im Leben. Ja. Also bis dann, tschüss.